suffer in my wake. Torwart Lian Bansen, auch sehr interessant. Torwart wegen dem Abgrund auf der Seite oder weil Torwart einfach gar nicht mal so scheiße ist zurzeit? Das ist jetzt die Frage aller Fragen, die wir uns hier stellen müssen. Sky Cassie ekelhaft. Gut, Nando, Inara, Zaris, die werde ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele Probleme mit haben. Hoffe ich. Und dann, ja, gucken wir mal. Mein Roxas muss halt. Er muss eigentlich nur die ganze Zeit die Zaris killen. Und dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Pschu, 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 pschu. Torf kann man schon bannen. Okay. Ja, aber über Makaua Khan? Das hat mich ein bisschen mehr irritiert, dass man ihn bannen kann. Ja, das hat man ja schon mal. Aber über. Und Lian wegen. Ja, Lian kann ich auch absolut verstehen. Das ist ja kein Problem. Aber. Also, Lian absolut verstehe ich. Kein Problem. Aber wie gesagt, ich hätte halt den Torwald. Ich hätte halt eher Makaua Khan gebannt als. Irgendwen und Torwald. Aber naja. Dadurch haben wir Khan. Vielleicht hilft uns das. Mal schauen. Das ist gut. Gut, Ash. Ah, immer noch ein Feuer. Puh. Uns fehlt der Damage gefühlt ein bisschen. Ja. Und das war's dann jetzt komplett. Louis King, jupp, einen wunderschönen. Hallöchen. Ja, aber ich spiele ja nicht in der High Elo. Das ist ja der Schinken hier. Oh, der Andy, ey. Ich habe nie das Glück dieses starken, guten Andys im Team. Bittere Pille. Oh. Okay, die Illusion war scheiße gesetzt. Gut, da steht sie jetzt perfekt. Das ist ganz gut. Nein. Puh. Ja, in der Low Immo wird es immer schlimmer. Da sagst du was. Die Ults gehen raus bei 1,20, das ist absolut okay. Was basht die Ashe denn so nach vorne jetzt mit 2 HP? Mutige Dame. Ah, der Andy mal aufgeräumt mit dem Triple, sehr schön. Schön. Oh, die Ash, die Sky läuft hier noch rum. Ne, ist abgehauen. Gut. Oh. Da ist die Kindchen noch.
Den geben wir noch ab, den Punkt. Das ist frech. Niti, links schreize. Oh Mann. Zwei sterben an der Ying Ult und schreien die Teeling. Das ist halt, der Sky Ult. Das ist halt insane. Ich darf nicht wiederkommen. Ich komme einfach nicht wieder. Ja, dann noch dein 5k Burst Heal. Ja, nee, nee, nee. Hätten wir ja noch eine Ult weniger jetzt. Wär irre. No chance. Aber die Ashe hat schon aufgegeben. Da kriege ich immer zu viel. Wenn die Leute so früh aufgeben. Mann, Mann, Mann. Komm, hier, lauf Ashe. Lauf. Sie ist aber auch gerade die einzige, die so stumpf auf den Punkt gelaufen ist. Ne? Das war auch wieder so was. Adriking, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Guten Mittag, nur um 13:30 kann man mal guten Mittag sagen. Er geht mit Alt F4. Ja, klar. Das ist, glaube ich, bei mir gar nicht gebindet. Also bei mir läuft über Steam und ich habe allgemein in meiner kompletten Steam-Config, dass ich in keinem Spiel Alt F4 drücken kann. Also, kann ich schon, aber dann passiert nichts. Oh mein Gott. Hey, das ist so insane. Langweilig. Ja, alle gegen die Troller ist das. Ist doch klar. 0% gecapped. Läuft bei uns. Ah, da werden wir niemand mehr den Punkt ansatzweise touchen können auf der Map. Ja, can't try it. Er tried so hard. Die Ashe wird da trotzdem noch davon getroffen. Das ist halt insane, die Ashe. Ah, oh, das ist gegen Nando so eine richtig scheiß Ecke hier drin. Er lebt noch. So eine Ashe, eine Sky bestimmt hinter uns, oder? Irgendwas ist hinter uns. Das Defenden klappt ja gar nicht mal so scheiße. Toll. Nächster Down. Wir spielen halt nur 4 gegen 5 hier. Mit 23 Sekunden eine Ashe Ult. Oh.
Das ist nicht halt wahr, ne? Ich sag halt, wir verlieren das, weil wir nur 4 gegen 5 spielen. Erst stirbt der Andy vorne weg, dann ist der Andy gerade respawn, dann stirbt die Tyra weg. Wir kriegen halt keinen 5 gegen 5 hier auf die Kette. Damit ist das dann jetzt auch, denke ich mal, so 3-1 für die. Bittere Pille. Moral Boost 3 werde ich mir nicht gönnen können. Oh, er ultet ihn halt nicht mal komplett aus der Map. Miese Geschichte. Egal, erstmal schon mal 2-2, das heißt, nochmal überlebt. Aber wieder keine Ult. Außer meine. Super. Super. Help. Antagarapta. Ach, Kahn hat es auch nicht nötig, Rejuvenate zu kaufen. Gegnerische Tanks, beide voll. Der Nando sogar mit First Buy. Sky geht sogar auf Death Tanks und nicht mal Debilate. Sie hat nicht mal Corduroys im Bild. Das kann doch nicht sein. Lando hat Innenbild. Cassie hat Innenbild. Und dann war es das auch schon wieder. Oh, keiner gestorben. Godlike. Hallo. Hey Ash, mach mich nicht fertig. Ja, schön, kommen wir jetzt mal drauf. Olle. Ah! Wollen wir den Andy nur wieder retten. Durchschieben und gewinnen, würde ich mal behaupten.
Oh, endlich nicht gerettet bekommen. Nein. Ah, vielleicht schieben sie es ja durch. Nur Inara am Leben. Mates, auf geht's. Nur Inara lebt. Wie lange lebt sie denn? Jetzt ist wieder Zerus und Nando da. Komm, ein paar Qs spammen. Oh mein Gott. Oh Mann! Schade. Nehmen wir nochmal fast die Ult aufgebaut bekommen. Khan hat Ult. Nando hat keine Ult. Inara hat keine Ult. Könnte reichen. Könnte reichen. Oh. Wovor läuft die Peppa denn weg? Warum ist sie denn so fix unterwegs? Hat die Angst vor dem kleinen Pac-Man hinter ihr? Die haben sogar eine Zerus, die auf Chronos 2 geht. Das darf doch alles nicht sein. Hey, die Tyra, wo war sie denn jetzt schon wieder? Was macht er denn? Wie ultet er denn? Das darf alles nicht sein. Tyra stirbt weg. Khan kriegt seine Ult nicht. Ash, weiß ich nicht, wie sie geultet habt jetzt. Oh, Triple von der Tyra. OP, OP. Und sie lebt sogar noch. Na gut, jetzt nicht mehr. Aber eine Menge da rausgeflext. Wer ist denn das da, der noch lebt? Ein Andy, okay. Komm, chase doch irgendwer! Die wollen doch warten, ist doch nur wieder alle auf den Emote oder was? Ist noch nichts gewonnen hier. Na doch, jetzt vielleicht schon. Good game, good game, good game, good game. Tyra? Ja, am Ende ihr Triple, der uns, glaube ich, auch das Spiel gerettet hat. Könnte es gewesen sein. Müsste es gewesen sein. Yo, moin! TP, sehr lecker.
219k Healing, das ist auch ziemlich lecker. Naja, 50k mehr, 60k mehr. Das ist okay. 152k Damage auf dem Nando. Holla die Waldfee. Ja, die Sky hat ein bisschen gefehlt mit Death Tense. Warum hat sie Death Tense nicht in Bild gehabt? Ja, doch, hat doch Death Tense in Bild. Zwar nur auf 1. Aber hatte sie doch. Ja, hast du doch. Hat sie auf 20% gekauft, 30% ist doch noch nicht am Cap gewesen. Ist alles wunderbar. Hat sie doch nichts falsch gemacht. Nee. Ach so, die Cassie hat auch kein Corduroy in Bild gehabt. Das heißt nur zweimal Corduroy bei den Gegnern. Krass. Nando sogar in Bild und als Karte. Haben die Corduroy genervt oder? Ach nee, jetzt sind die Level 1, Level 2 Karten, die da angezeigt werden, oder? Naja, es sind die Level 1 Karten, ich wollte schon sagen. Das haben sie noch nicht gefickt. Das kriegen sie nicht auf die Kette. Das dem richtigen Level anzupassen. Ist immer ein Level zu wenig drin. Ne? Ne? Nee, hier stimmt's dann jetzt. Oder sind es 45 auf 3? Nee, 10, 20, 30, oder? Hm. Also nur Nando hat das in Bild gehabt, da ein Hoch auf die Platin-Elo war. So kann man da mal 219k Healing machen. Oh, ich bin Level 41, das heißt, ich habe die nächsten Challenges. Nur Top-Plays. Als Khan, oh, das ist schwer. Als Dredge ist easy. Als Zeris, boah, gute Ult. Als Strix auch nicht so easy. Als Genos, ja, gute Ult. Und Pip, ja, auch gute Ult. Kann man damit schaffen. Naja.